einer der bedeutendsten deutschen Pianisten seiner Generation seine musikalischen Freunde zu einer Veranstaltungsreihe lädt, entsteht eine Themenwoche, die ihresgleichen sucht. So geschehen im Arlberg 1800. Der Einladung von Pianowunder Severin von Eckartstein folgten so unter anderem Violinistin Franziska Hölscher, Roland Hendricks sowie das Kammerorchester Au Contraire unter der Leitung von Michael Köck. Das Schöne hier ist eigentlich, dass es alles so freundschaftlich ist und dass man sich auch zwischendurch entspannen kann. Es ist einfach so ein geniales Hotel hier. Und ja, ich habe ja die Erlaubnis, hier meine Freunde für 3 Konzerte einzuladen. Und das macht natürlich besonders Spaß. Und das finde ich auch schön, dass man dann nicht immer nur in ganz großen Häusern spielt, sondern hier auch neue Stücke ausprobieren kann und trotzdem vor tollem Publikum auch, was hoffentlich noch zahlreicher wird, aber das beginnt ja erst hier, diese ganze Geschichte. Und es macht mir schon Spaß, das muss man sagen. Sichtlich Spaß hatten auch die Musikerkolleginnen und Kollegen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden, um bei Severin von Eckartstein & Friends dabei sein zu dürfen? Es geht in erster Linie darum, dass wir gemeinsam Spaß haben. Und ich weiß einfach von meinen Freunden, dass das alles wunderbare Musiker sind. Und das ist einfach das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man dann erkennt, dass wir gemeinsam wirklich Spaß an der Musik haben und die Leute ansprechen können damit, dann ist das schon sehr viel wert. Und natürlich, ich spiele mit meinen Freunden immer gern. Nicht nur virtuose Musiker scharen gern Freunde um sich. Auch erstklassige Konzertsäle und Ausstellungsräumlichkeiten freuen sich über Freunde. Arlberg 1800 bietet die Möglichkeit, ein Teil der höchstgelegenen Kunsthalle der Alpen zu werden.